Der Beauty Business Podcast. Wir zeigen Kosmetikstudios, Beauty-Instituten und Schönheitspraxen, wie sie mit der richtigen Strategie ihr Business auf ein neues Level heben. Die Beauty-Experten. Herzlich willkommen. Wir sind Maria Strehl und Anna Franziska Müller-Hoffmann. Die Zeit ist jetzt, um deine Ziele zu erreichen. Wir begrüßen dich zu einer neuen Podcast-Folge bei Die Beauty-Experten. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, dass Instagram dich, genau dich, nicht mag. Das sagen nämlich immer viele, ne? Instagram ist irgendwie schuld. Irgendwie mag mich vor allem der fiese, der böse Algorithmus nicht, ne? Anna Franziska? Ja, Instagram blockiert mich und mein Business und generell sowieso hat anscheinend Instagram persönlich etwas gegen mich und deswegen klappt das auch irgendwie mit Instagram und mir gar nicht. Also, das ist so ein bisschen gescheitert, unsere Beziehung. Ja, weil das beklagen nämlich immer viele aus der Beauty-Branche, dass einfach irgendwie, ne, sie keine Reichweite mehr haben, dass sich natürlich auch in den letzten Monaten irgendwie das eher zum Schlechten verändert hat. Dann guckst du natürlich auch bei dem einen oder anderen Influencer, der beklagt das natürlich auch. Also irgendwie funktioniert das alles nicht mehr so. Also ja, man muss schon sagen, natürlich entwickelt sich natürlich durch die Digitalisierung oder durch diese Social-Media-Plattform, natürlich entwickeln die sich weiter, ne? Mhm. Also selbstverständlich, das ist natürlich immer irgendwas Neues, neue Funktionen am Start, sieht man ja zum Beispiel auch bei Instagram, da gibt es ja dauernd irgendwie, ändert sich das Design, neue Filter, neue Funktionen. Dann gibt es ja seit einigen Monaten Instagram Reels, ne? Das wird natürlich auch sehr gepusht und jeder macht es irgendwie, man sieht es natürlich auch, ne? Aber irgendwie habe ich trotzdem keine Reichweite, irgendwie funktioniert das alles nicht mehr, vor allen Dingen, der eine oder andere ist ja auch schon vor Monaten irgendwie so ein bisschen gescheitert und hat gesagt, naja, also Social Media, das ist irgendwie nichts für mich, ne? Ja, versuchst du da halt immer wieder dran. Man denkt sich so, ach ja, Reichweite, Sichtbarkeit, Mensch, das sind diese Fachbegriffe, die man eben in Verbindung mit Instagram immer sehr oft hört. Und dann, ja, dann gibt man sich da halt super Mühe, aber irgendwie so wie das Gefühl, also entweder, keine Ahnung, als wenn dein Beitrag einfach hinten runterfällt, hinter den Schrank, ja, und dann sieht ihn irgendwie keiner mehr die nächsten 10 Jahre und auf einmal findest du wieder irgendwas hinter deinem Schrank. Ach, da war doch meine alte Socke noch und so, genauso ist dein Instagram-Beitrag. Also irgendwie erreichst du nicht mal deine eigenen Follower, geschweige denn irgendwie neue Leute. Ja. Noch irgendwie kriegst du Likes, Kommentare, das ist wirklich, also wie tot, wie leergefegt, wie eine Sahara in deinem Profil. Ja. Na? Und vor allen Dingen erreicht man noch nicht mal seine eigenen Follower, ne? Also gar nicht mehr. Irgendwie, viele sehen ja auch deine Beiträge nicht mehr. Natürlich, klar, weil ich weiß, viel verändert und weil natürlich jede Plattform vor allen Dingen, sei es Instagram, Facebook oder auch diverse andere Plattformen, jeder seinen eigenen Algorithmus auch hat, ne? Ja. Auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen so, als wenn das irgendwie gar keinen interessiert, was du da wirklich machst. Und dabei gibst du dir wirklich Mühe, beschreibst die Behandlungen, postest, machst Stories, ja. Aber irgendwie, oder schaltest sogar Werbung, ne, Maria? Viele schalten ja auch Werbung, weil sie denken, oh Mist, na gut, wenn keiner meine Beiträge sieht, wenn ich nicht keine Reichweite, keine Sichtbarkeit habe, dann muss ich halt dafür bezahlen. Vielleicht mag Instagram mich dann wieder. Genau, dann kaufe ich mir halt einfach eine gewisse Sichtbarkeit ein, weil natürlich du auch von dem einen oder anderen das gehört hast, dass das ganz gut klappt. Oder dass darüber irgendwie wie auch Kunden auf dich aufmerksam werden können. Ne? Muss man auch sagen, können. Bei den meisten funktioniert es einfach nicht. Nee, leider. Leider tatsächlich. Genau, die geben vor allen Dingen sehr viel Geld auch dafür aus. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja. Und man gibt sich da ja viel Mühe. Und wir hören auch immer wieder, ja, aber ich poste doch. Ja, aber ich mache doch Stories und ich lade da ab und zu doch was hoch. Und ab und zu kommt da auch mal was, so ein bisschen was. Aber na, also für einen Poster brauche ich mindestens 3 Stunden. Also da gibt man sich auch mega viel Mühe. Und dann denkt man sich, okay, vielleicht liegt es an meinem Branding. Vielleicht bin ich nicht professionell genug. Vielleicht bin ich nicht gut genug für Social Media. Mensch, dann mache ich doch einfach jetzt Vorlagen. Und dann gibt es diese sogenannte Canva-Vorlage oder auch Anbieter, die das eben anbieten, dieses Branding mit Canva-Vorlagen. Und dann gibt man sich da halt auch mega viel Mühe, das zu individualisieren, sein Logo, sein Gesicht einzufügen und da irgendwie Themen sich auszudenken. Aber naja, ne, meistens. Ja, vor allem, dass der Feed auch einfach schön aussieht, weil natürlich bei anderen hast du das gesehen, dass der Feed irgendwie schön übersichtlich aussieht, schön, ne, dass das Farbkonzept irgendwie so ein bisschen passt. Oder ja, hast du natürlich irgendwas abgeguckt, ne, bei dem einen oder anderen, aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht. Irgendwie
ja, irgendwie keine Sau interessiert sich irgendwie für dich. Ja, man kriegt zwar dann so ein paar gute Feedbacks von ein paar Kunden, wenn ich habe die auf Social Media gesehen, das ist ja ganz nett, was du da machst, aber so wirklich reagiert da halt keiner. Das ist halt mega frustrierend, das wenn wir immer wieder in so Beratungen, immer wieder, also die Sachen, die wir jetzt auch erzählen, vielleicht kommst du dir auch super, vielleicht kommst du auch super bekannt vor, vielleicht hast du auch schon mal das eine oder andere ausprobiert, hast auch schon bei anderen geschaut, hast du gedacht, wie machen die das, hast du es dann ausprobiert, hast irgendwie gemerkt, okay, bei dir selber funktioniert das nicht so wirklich, warum funktioniert das bei anderen? Also warum funktioniert es bei anderen und bei dir nicht? Und das verunsichert einen natürlich auch total, wenn man sich denkt, sag mal, bin ich zu blöd, zu hässlich, keine Ahnung, passe ich Social Media nicht? Man kriegt da auch so ein bisschen Selbstzweifel, ob man nicht irgendwie vielleicht, ob Social Media vielleicht in deiner Region noch überhaupt nicht geht, ist auch eine Sache, die wir sehr, sehr, sehr oft hören. Ja gut, vielleicht sind meine Kunden in meiner Region nicht bei Instagram, nicht bei Facebook, vielleicht erreiche ich die da auch gar nicht, vielleicht sind meine Kunden noch zu alt. Das sind so ganz häufig dann diese Zweifel, die in einem hochkommen, wenn es nicht eigentlich funktioniert. Genau, also viele denken auch immer, okay, meine Kundschaft ist nicht bei Instagram, meine Kundschaft ist einfach zu alt, also die haben das nicht. Und man muss einfach sagen, wenn man auch mal rumschaut, die meisten sind einfach am Handy, die meisten erreicht man einfach über das Smartphone und natürlich sind deine Kunden halt auf Social Media na, definitiv, weil ja, es ist einfach die neue digitale Welt und aber du weißt halt noch nicht so richtig, wie du das halt nutzt, ne? Vor allen Dingen, was viele ja auch machen, dass sie eben auch sehen, okay, bei dem anderen, da sind irgendwie total viele Kommentare und irgendwie total viele Likes, ne? Aber irgendwie bei mir nicht. Das ist irgendwie seltsam, ne? Ja. Und deswegen geben auch viele auf. Also deswegen sagen sie auch, okay, ich habe, glaube ich, irgendwie Social Media abgeschrieben und ich konzentriere mich dann lieber wieder auf mein Geschäft, auf mein Tagesgeschäft. Aber die letzten Monate zeigen uns, okay, man darf dieses Thema Social Media einfach nicht vernachlässigen, weil es ist einfach die neue, moderne Zeit. Und deswegen trauen sich natürlich auch viele wieder daran und sind dann trotzdem wieder irgendwie verärgert und frustriert. Also es ist immer so eine, wie so eine Welle, ne? So also ein Intervallposten nennen wir es auch ganz gerne. Ja. Man macht wieder 3 Wochen, ist mega motiviert, dann passiert wieder nichts, dann lässt man es wieder sein. Ja, genau. Ja. Dann macht man wieder Adventskalendertürchen, dann lässt man es wieder sein, weil man frustriert ist. Dann kommt wieder eine Osteraktion, dann kommt wieder diese Aktion, jene Aktion, Gewinnspiel. Dann ist man wieder frustriert, weil nicht wirklich was kommt, nicht wirklich langfristig irgendwie sich was tut. Dann gibt man es wieder auf, dann fängt man es wieder an. Also es ist so ein bisschen so, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Ja, und genau deswegen kommt natürlich auch dieser Glaubens Satz und dieser Satz zustande, Instagram mag mich irgendwie nicht. Also Instagram hat irgendwie was gegen mich. Ne? Mhm. Nein, also können wir dich beruhigen. Instagram hat nichts gegen dich im Einzelnen. Das ist halt einfach auch ein gewisser Algorithmus. Nur du verstehst diesen Algorithmus halt einfach noch nicht. Beziehungsweise du weißt halt einfach auch nicht, wie du den richtig nutzen kannst für dich, für dein Geschäft, für dein Kosmetikstück. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind ja jetzt hier auch nicht bei auf Instagram, um irgendwelche Follower oder Likes zu sammeln, sondern du willst natürlich auch wirklich Kunden gewinnen. Aber wie sollst du das machen? Vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, wie es geht und wenn vor allen Dingen auch bei vielen anderen, wo du das abguckst, auch nicht klappt. Ja, ist so ein bisschen so ein Zufallsprinzip. Ja. Man muss es so ein bisschen mit dem Surfen vergleichen. Ja, man kann wieder oben auf der Welle mit surfen, wenn man die Welle verstanden hat, ja. Oder du gehst halt einfach unter und bewegst dich halt unter der Welle, ja. Und dann ist es natürlich schwierig, ja. Und es macht auch nicht wirklich Spaß. Also man muss einfach verstehen, dass dieser Algorithmus kein persönlicher Mensch ist. Also keine Persönlichkeit, die irgendwie was gegen dich hat, persönlich, dich nicht mag, dich irgendwie, keine Ahnung, nicht perfekt genug findet. Sondern es ist wirklich ein System, das programmiert worden ist, um Reichweite zu erschaffen, um zu pushen, aber auch um natürlich den Community abzusichern durch Beiträge. So, und wenn man diesen Algorithmus verstanden hat, dann kann man diesen Algorithmus, diese Welle nutzen, um voranzukommen. Und zwar sehr schnell und sehr gut. Und Instagram funktioniert auch ohne groß Werbung zu schalten, ohne viel Geld auch zu investieren in Instagram, funktioniert Instagram eigentlich in jeder Region für jeden. So, der einzige Haken dabei ist der, dass man den Algorithmus verstehen muss und bedienen muss. Und wenn man das geschafft hat für sein Unternehmen, dann kann man natürlich sein Unternehmen sehr solide mit Instagram sehr gut unterstützen. Einmal Neukundengewinnung, aber auch in der Kundenbindung. So, das ist erstmal dahingestellt. Und diese Podcast-Folge würde jetzt auch den Rahmen sprengen, um dir genau den Algorithmus vor allen Dingen zu erklären. Aber ich kann dir zum Beispiel so ein bisschen als Tipp geben, geh doch mal auf deinen Explorer-Page, wahrscheinlich weißt du jetzt nicht, wovon ich rede. Okay, da wo die Lupe ist, da wo sozusagen auch alles angezeigt wird, wo so Reels angezeigt werden, wo so Videos angezeigt werden, wo so allgemeine Sachen in deiner, ne, in deiner Explorer-Page halt bei Instagram in der App drin. Ich versuche es jetzt einmal zu erklären, dass du weißt, wo ich jetzt gerade meine. Und da kannst du ja gerne mal schauen, was bei dir da zum Beispiel auch angezeigt wird. Wahrscheinlich sind da auch Videos oder Content zu sehen, der zum Beispiel auf dich zugeschustert ist. Also bist du zum Beispiel jemand, der sich irgendwie gerne Beauty oder für Wimpern oder für Kosmetik oder irgendwie für Klamotten, für Fashion interessiert? Oder für Haustiere, für Katzen. Ja, genau. Hunde. Genau.
genau. Oder für irgendwelche, weiß ich nicht, es gibt ja auch Faultiere oder irgendwie oder irgendwelche anderen Tierchen oder vielleicht auch Backrezepte etc. Mhm. Dann wird dir das wahrscheinlich jetzt auch in diesem Moment, wenn du mal dein Handy aufmachst und wirklich mal reinschaust, dann wird es da auch angezeigt. Und das ist der Algorithmus. Jetzt mal ganz grob erklärt. Und es gibt sozusagen ein System, was sozusagen, ja, man programmieren kann oder wie man halt diesen Algorithmus steuern kann, dass sozusagen die Premium-Kunden genau bei dir landen. Ja, und du zum Beispiel auch bei diesen gewissen Kunden, die du gerne in deinem Kosmetikinstitut, in deinem Studio hättest, wirklich auch für diese Leute sichtbar sein kannst. Ne? Mhm. Also es gibt es. Es ist etwas, was du dir vielleicht nicht vorstellen kannst, woher auch, weil du dieses System einfach nicht kennst. Aber das ist sozusagen ganz grob erklärter Algorithmus. Ne? Ja, willst du einen Kaffee haben, drückst du auf den Knopf und die Kaffeemaschine macht dir den Kaffee. So, und genauso ist es bei Instagram ja auch. Du musst wissen, was die Kaffeemaschine braucht, damit unten ein Kaffee rauskommt. Und so genau so funktioniert das, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, genau, auf eine ganz primitive, ja, Art und Weise. Kaffee, ja, genau, trinkt, glaube ich, jeder gerne, genau. Ja, genau, genau. Und deswegen, es gibt diese Möglichkeit, aber du kennst es, du weißt halt einfach nicht, wie du den Algorithmus sozusagen für dich steuern kannst. Ne? Ja, wenn man einfach auch da keine Lust hat, natürlich ewig lang Zeit zu verschwenden, sein, ja, Personal Branding umzubauen, wenn man denkt, das ist noch nicht perfekt genug, man auch selber vielleicht eine persönliche Hemmschwelle hat, Instagram richtig zu nutzen, weil man sich zum Beispiel nicht zeigen möchte, weil man Videos oder weil es einfach ein Problem ist und dann natürlich auch das Problem hat, okay, Instagram hat nichts gegen mich, aber warum werde ich dann trotzdem nicht ausgespielt? Mhm. Und du wissen möchtest, wie sowas für dich funktionieren kann und vor allen Dingen, wann du dann auch wirklich an deine Zielgruppe ausgespielt und vor allem, warum du auch noch keine Reichweite hast, aber wie du das auch erreichen kannst, dann bist du hier natürlich bei uns auf jeden Fall richtig. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel auch ein kostenloses Erstgespräch, auf das du dich bewerben kannst, so rum, nicht beraten, sondern bewerben kannst, ja. Füll einfach deine Daten ein, wie gesagt, beschreibe gerne, warum du das Problem mit Instagram oder was das Problem bei Instagram bei dir ist. Dann kann man sich das gemeinsam mal anschauen, kann sagen, okay, woran liegt es denn? Ist es möglich für dich auch Premium-Kunden zu gewinnen, Reichweite zu bekommen, ein Personal Branding zu kreieren, aber auch zum Beispiel sichtbar in deiner Region zu werden, dir einen Namen aufzubauen. Das sind so Dinge, die wir natürlich sehr oft hören in unseren Beratungen. Aber wir haben zum Beispiel auch sehr viel auch schon über diese Themen gesprochen. Instagram-Algorithmus, das haben wir zum Beispiel auch festgehalten in einem Podcast. Ja, kannst auf jeden Fall auch mal reinhören, die Beauty-Experten. Und genau, natürlich auf YouTube sind wir auch vertreten. Beauty Business Consulting findest du alles in den Shownotes. Genau, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bis zur nächsten Folge.